Eine Hochzeit ist das größte Fest der Liebe. Überall auf der Welt wird sie als zentraler Höhepunkt im Leben gefeiert. Natürlich gibt es dafür ganz verschiedene Formen und jedes Paar muss am Anfang der Hochzeitsplanung für sich entscheiden, wie der schönste Tag im Leben begangen werden soll. Eine freie Trauung ist eine wunderbare Ergänzung zum Schließen der Ehe auf dem Standesamt. Die meisten Paare wünschen sich eine Zeremonie, die persönlich ist, unverwechselbar, die zu Herzen geht und trotzdem locker ist. Dabei dürfen natürlich ein paar Tränen der Rührung fließen, aber es sollte auch gelacht werden, denn eine Hochzeit ist ja schließlich ein freudiges Ereignis. Ein großer Vorteil ist außerdem, dass man eine freie Trauung an jedem Ort, zu jeder Zeit und natürlich mit der gesamten Hochzeitsgesellschaft feiern kann. Gemeinsam mit den Paaren überlegt Kathleen Echterhoff-Miersch, welche Form der Zeremonie die passendste ist. Meistens sind die klassischen Elemente wie Ja-Wort, Eheversprechen, Ringtausch, erster Kuss danach auch Teil einer freien Trauzeremonie. Man kann diese dann aber ergänzen oder austauschen durch freie Hochzeitsrituale, bei denen dann auch die Trauzeugen, Familienmitglieder oder die ganze Hochzeitsgesellschaft mitwirken können. Dadurch bekommt jede Trauung ihr ganz eigenes Gesicht. Zur Verstärkung arbeitet Kathleen Echterhoff-Miersch eng mit zwei anderen Sprecherinnen zusammen, die ihre Zeremonie zu einem feierlichen Höhepunkt ausgestalten. Zentraler Mittelpunkt dabei ist eine Traurede. Die Paare wollen vor allem sich selbst und ihre Geschichte in der Traurede wiederfinden. Nur dadurch wird sie unverwechselbar und ganz persönlich. Und so eine Rede soll natürlich auch die Gäste mitnehmen. Sie sollen nicht nur stummer Zeuge sein, sondern sich bestenfalls als Teil der Zeremonie fühlen. Nur dadurch wird sie zu einem würdigen Auftakt und zu einem Höhepunkt für eine Hochzeitsfeier. In Vorgesprächen, die Kathleen Echterhoff-Miersch mit dem Brautpaar führt, erfährt sie viel über das Paar und über den Werdegang seiner Liebe. Diese Informationen verarbeitet sie dann ganz individuell in der Traurede. Mit einer freien Trauzeremonie wird das Ja zueinander sagen ganz persönlich gefeiert. Das mit all seinen Gästen zu erleben, ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Ich freue mich, wenn die Paare sich danach bei mir bedanken und mir sagen, dass ich ihre Herzen erreicht habe. Denn was unser Herz berührt, das geht nie verloren. Ja!